Im Vergleich zu was? Der Mann zuckt mit den Achseln. Vergleicht. Vielleicht folgen andere in unseren Fußstapfen. Ich hatte nicht die Gelegenheit, mich bei den magischen Studien auf dem Laufenden zu halten. Wie bist du all diese Zeit am Leben geblieben? Ah, die große Frage. Es stellte sich heraus, dass es nicht sehr schwierig war, eine Seele an ihren Körper zu binden. Wir waren uns sicher, eine Art von Unsterblichkeit gefunden zu haben. Der Körper konnte irreparabel beschädigt werden, aber alles andere kann man durchaus überleben. Ich war begierig, es zu probieren. Zu jener Zeit bereitete mir mein Bein fürchterliche Schmerzen. Alte Kriegsverletzung. Außerdem hatte ich gehört, wie eine Versuchsperson eine Art Entrücktheit von Schmerzen beschrieb, die ihnen zugefügt wurden. Sie spürten sie zwar, aber es war ihnen egal, was eine enorme Verbesserung wäre. Ich erinnere mich noch an den ersten Augenblick, an die Erleichterung. Er seufzt. Dann aber fanden wir heraus, dass sich der Körper nach einer Weile daran erinnerte, dass er eigentlich tot war. Man kann es kaum in Worte fassen, wie es sich anfühlt, die eigenen Finger verfaulen zu sehen. Er zieht eine Grimasse und den Gestank. Wir versuchen, die betroffenen Versuchspersonen wieder mit Energie zu beleben, die wir ihren Kameraden entzogen hatten, und es funktionierte eigentlich ganz gut. Es gelang mir, die damit verbundene Magie zu verbessern, um mich selbst und die anderen, die es mir gleich getan hatten, weiterhin gesund zu halten. Und Noah war über die Anblendung nicht sonderlich begeistert, aber schließlich stellte sich heraus, dass es keine Rolle spielte. Die Meute kam und ermordete ihn, und sie schlossen sie hier mit dem Rest seiner Werkzeuge ein. Aber wir hatten immer noch den Adramus zu wissen. Außerdem waren dort genügend Seelen eingeschlossen, um uns so lange zu nähern, wie wir wollten. Und so, wir hatten eine gute Zeit. Im Laufe der Jahre konnten wir das Mobiliar haltbar machen, bieten kleine Treffen in der großen Kammer ab. Ach, was für eine nette kleine Familie wir doch waren. Sein Grinsen vergeht, bis es ein Ende finden musste. Was ist hier passiert? Hier, du meinst mit ihnen, den Adra. Alles davon, das ist eine lange Geschichte und meine Geduld hat im Laufe der Zeit abgenommen. Ich werde dir erzählen, was sich in jüngster Zeit zugetragen hat. Die Adra-Käfer waren daran schuld. Ha, man würde nicht darauf kommen, dass es etwas so Kleines gewesen ist, etwas so Banales, aber sie schwärmten aus den unteren Bereichen nach oben und begannen sich am lebendigen Adra zu laben. Fahre fort. Wir versuchten natürlich, sie zu vertreiben, aber es war unmöglich. Für jeden, den wir töteten, kamen zwei neue. Irgendwas muss sie hier heraufgetrieben haben. Ich weiß nicht, was es war. Beinahe amputierten sie unser Adra-Gliedmaß. Es blieb nicht mehr genug, um uns alle zu versorgen. Nicht uns und die Räume, die Wandteppiche, alles, das alles. Aber genug für mich. Keiner der anderen kannte die dafür erforderlichen Zauber. Ihre einzige Rolle bestand darin, in ihren Adra-Särgen zu liegen und wiederbelebt zu werden von mir. Demnach war es doch eine offensichtliche Wahl, oder nicht? Mehr davon, nicht mehr von irgendwas. Ich schwor, sie alle zu verbrennen, kämen sie mir zu nahe. Glücklicherweise hast du bewirkt, dass das jetzt unnötig ist. Wie konntest du das deinen Gefährten antun? Wenn man in Betracht zieht, dass du ihre Unsterblichkeit ein Ende gesetzt hast, dann bist du weichherzig. Sie waren nicht besonders nett zu anderen. Wären sie dazu in der Lage gewesen, hätten sie dir das Hirn aus deinem aufgeplatzten Schädel geleckt. Es gab nicht mehr genug Leben. Das war auch schon alles. Und 2000 Jahre sind mehr als genug, um jemanden kennenzulernen. Stell es dir mal so vor, du hast sie auf ihrem Weg geschickt und sie werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder zum Leben erweckt. Ist das nicht beruhigend? Ich suche nach dem Meister in der Tiefe. Weißt du, wer das ist? Niemand von uns bekleidet solch hohe Titel. Der einzige Meister hier war Odnua, unser König, unser armer, vor Trauer wahnsinnig gewonnener König. Er lacht. Ich frage mich, ob er sich selbst so wohl so nennen würde. Odnua ist tot. Ohne ihn getötet zu haben, hätte sich die Meute nicht zurückgezogen. Er denkt einen Augenblick lang nach. Andererseits, wenn wir uns trotz unserer Tode erhalten konnten, dann war ihm das vielleicht auch möglich. Ich bin mir sicher, dass er die Möglichkeit dessen einst auch in Betracht gezogen hat, als alles über uns zusammengebrochen war. Wenn es einem Mann gelungen ist, seine Existenz zu verlängern, dann ihm. Ich stelle mir nur die Frage, wer diese Adra-Käfer aus den unteren Bereichen nach oben getrieben hat. Seine Faust ballt sich vor Wut. Wer stahl unsere Adra-Quelle? Beklagt dieser wimmernde Narr seinen Sohn noch immer, dass er Anstoß daran nimmt, dass wir uns an seiner Statue nähern? Die Möglichkeit besteht. Er blickt dich mit plötzlicher Gelassenheit an. Nach all dieser Zeit würde es mich nicht überraschen. Was kannst du mir überhaupt nur sagen? Unser Großfürst, ein weiser Mann in seinen Tagen, bis er seinen Sohn verlor. Ein Unfall, eine kleine unglückselige Wendung des Schicksals.
Du bist ein kleines Stück an den versiegelten Kammern vorbeigekommen. Mittlerweile musst du eigentlich wissen, dass es dort nur nicht gut aufgenommen hat. Er kichert. Dieses Moment seiner Trauer hat ihn überdauert. Sein Wahnsinn aber bot uns eine Möglichkeit, das Versprechen der Unsterblichkeit für uns alle. Was für eine Rolle spielte schon, wenn sie auf dem Geheiß eines trauernden Vaters gefunden wurde? Er hat eine ganze Schar ergebener Diener. Wir mussten die fragliche Seele finden und sie von da zurückholen, wo auch immer sie hingegangen war, um sie in einen geeigneten Gefäß unterzubringen. Er zeigt auf die Statuen. Solche Entdeckungen sind nicht kostenlos. Das ist etwas, was der Pöbel nicht verstand. Ich habe keine weiteren Fragen. Also gut, zum Dehnen der Stimmbänder, muss ich sagen. Dann gehe ich besser mal. Mach den Toten meine Aufwartung, wenn du sie triffst. Der Mann kichert finster. I'm here. Ja. Die dicke, rostige Adra-Adern winden sich durch das Handgelenk der Statue und die Dunkelheit dahinter. Ja, und er ist eigentlich auch nur ein Vampir. I'll take a look. So, hier sind nochmal Adra-Käfer. Oh, Kana, du bist schon wieder im Nahkampf. Kana, wieso hast du drei Slots? Boy needs to get his head out of the books and into the fight. Okay. Yes? Habe ich Kana aus Versehen was Falsches gegeben? Schütze. Geliebter Geist. Ach, alle Insel Amauna erhalten ein zusätzliches Waffenset. Right away. Okay. I'm here. Da habe ich ihn nicht verskillt. Gut. Und dann würde ich sagen, wieder zur Haupttreppe zurück. Weil auf Ebene 8 sind wir jetzt auch fertig. Wir können wieder nach Rocquette-Nur. Das sollte dann auch reichen, um den Bau abzuschließen. Ja, Händlerstände ist abgeschlossen. Das heißt, wir geben als nächstes noch die Bibliothek in Auftrag. So, dann ist als nächstes die Försterhütte dran. Und dann die ganzen Prestigesachen hier. Gerade erstmal der Irrgarten und das Übungsgelände. Looks a little healthier than before. Rasten wir noch mal. Athletik und Verfassung. You're a newcomer to the Deerwood as well. What do you make of it so far? Talisa, wie auch ich, bist du im neuen Dürrwald. Was hältst du bisher davon? Ich hatte nicht mehr Zeit, mir die Sehenswürdigkeiten anzusehen. Die Leute hier scheinen ganz in Ordnung zu sein. Da scheinen sich Schwierigkeiten zusammenzubrodeln. Die Leute sind Wahnsinnige. Wie kannst du erkennen, dass ich kein Einheimischer bin? Die Leute hier scheinen ganz in Ordnung zu sein. Meinst du, ich bin überrascht, dass dich wohl niemand zu einer Rauferei hinter der Scheune herausgefordert hat? Anscheinend lieben die Dürrwälder nichts mehr als Gelegenheiten, ihren Hass auf Edira zu zeigen. Ansonsten halten sie sich für einen ziemlich erfrischenden Haufen. Ich habe schon das ein oder andere Stündchen in ein paar Schenken mit den Einheimischen verplaudert. Jeder vom Kaufmann bis zum Diener hat seine eigene Meinung.
So, dann gehen wir noch mal hier rein und verkaufen Zeug. Da ist diese Aufnahmesession schon wieder eine Folge länger geworden. Entsprechend wird die nächste etwas kürzer. Ah ja, so ist das dann nun mal. Also, wir gucken uns unsere neuen Händlerstände an. Greetings. Ich grüße euch. Interessiert an einer neuen Klinge? Vielleicht einer Axt? Wer gerne durch die Welt reist und Abenteuer lebt, der findet bei mir, was er braucht. Oder vielleicht ein paar Zutaten und Gewürze für unterwegs? Ich habe auch Öl und Tinkturen für Wunden und Verletzungen. Zeig mir deine Waren. Also Rastvorräte, die beiden Sachen können wir kaufen, ja. So, und jetzt geht's ans große Verkaufen. Mal wieder. Das wird nur eine Weile dauern. Oh ja, das wird dauern. Das haben wir jetzt alles in den endlosen Faden zusammengesammelt. Verdammt viele Schilde. Schilde und Bögen. Meine Güte. Das ist echt langwierig. Ah ja, auch ein Haufen Wortäxte. Also ich glaube, den ganzen anderen Kram werde ich in der nächsten Folge verkaufen. Und vor allem, warum stacken die nicht? Das ist nervig.
Okay. Und dann speichere ich jetzt erst einmal. Das wäre jetzt Let's Play 24. Sich speichern. Und dann machen wir jetzt mal einen Cut. Also, bis gleich.